Rehschnitzel in Kürbispanade, Hirschrückensteak und Fasanbrötchen, Gamsragout oder Rehrücken klingt ja lecker. Die Liste der kulinarischen Leckerbissen ließe sich fast endlos fortsetzen. Bei der 6. kulinarischen Mondnacht der Familie Fuchs in Grödig gab es aber nicht nur Gaumenfreuden. Die Familie Fuchs lud am vergangenen Mittwoch zum 6. Mal zur traditionellen wildkulinarischen Mondnacht ein und 200 Gäste waren der Einladung gefolgt. Natürlich ließ es sich Edelmetzger Stefan Fuchs nicht nehmen, seine Gäste persönlich kulinarisch zu verwöhnen. Viele Großkunden, Cateringkunden, Freunde, Bekannte und Sportler genossen den lauen Sommerabend. Für mich ist die Nachhaltigkeit der Lebensmittel momentan sehr wichtig, weil so viel Schindluder drin wird in der jetzigen Zeit. Und da ist das Konzept, was wir betreiben, meine zwei Brüder, eine wunderbare Geschichte. Wir haben drei Landwirtschaften, die was meine Brüder bewirtschaften und machen die Aufzucht und Most direkt am Hof und die Schlachtung übernehmen nachher nie direkt am Hof und haben diese Geschichte mit vier Verkaufsschienen, also der Bauernmarkt, der Imbiss, die Metzgerei und machen Catering. Und ich glaube, das ist eine ganz klasse Geschichte, dass wir alles aus einer Hand schaffen und dass wir das so machen können. In seiner Ansprache betonte Stefan Fuchs, wie wichtig die Nachhaltigkeit seiner Produkte für ihn ist. Nur bestes Futter gibt es für seine am Hof in Freilaufstellen gezüchteten Kühe und Schweine. Und die Jäger aus den umliegenden Gemeinden sorgen für bestes Wildbrett. An und für sich sind wir froh, dass es heute Unternehmer gibt, das wie die Dorfmetzgerei da in Grödig, der was natürlich für uns, für die Jagd, aber auch fürs Wild und für das Kulinarische was tut, weil für uns ist es ganz wichtig, das Wild ist ein gesundes Wildbrett, ist eiweißreich, fettarm, man kann es einfrieren, dann wird es nur besser. Und aber es gibt natürlich auch Saison. Jetzt ist das Rehwild dran zu erlegen, wird jetzt bejagt. Das Rotwild geht da, die Gams kommen nachher. Also das ganze Jahr, das restliche Jahr, wenn ich so sagen darf, wird gejagert. Und da wird natürlich sehr, sehr gutes Wildbrett erzeugt. Und nachdem man auch zum besten Essen nur das beste Bier trinken soll, nahm kein geringerer als Franz Müllner, der stärkste Mann von Österreich, den Bieranstich vor. Ja, grüß euch, Müllner Franz ist sehr Begriff im Salzburger Land und heute bin ich da bei Stefan, kulinarische Nacht und wir haben ja seit ungefähr einem Jahr eine Partnerschaft, weil Fleisch einfach stark macht. Wir haben uns eigentlich durch Zufall kennengelernt und der Stefan ist ein bodenständiger Typ, ich bin ein bodenständiger Typ, er ist ein Salzburger, ein Salzburger, ein Grödiger, ich bin ein Lungauer und es sind zwei Komponenten, die passen einfach gut zusammen. Der Innergebirg Vierksang umrahmte ebenso wie die Figauner Jagdhornbläser den kulinarischen Abend. Der Jausenstadl, sprich Stefan Fuchs, ist für uns in Grödig ein sehr wichtiger Betrieb. Er hat ja in Zeiten, wo eigentlich die Metzger immer weniger geworden sind, ein Betrieb da wirklich vorbildlich aufgebaut und hat sich eben spezialisiert auf verschiedene Nischen und unter anderem eben die Verwertung von den Wildprodukten, die er ja in höchster Qualität macht. Einer der vielen Höhepunkte an diesem Abend war sicherlich der Auftritt der Hirschrufer aus dem Pongau. Julian und Fritz Hochleitner, beide Europameister im Hirschprunftrufen, begeisterten die Gäste mit ihren täuschend ähnlichen Tierlauten. Und so wurde bei der wildkulinarischen Mondnacht noch lange gefeiert, auch wenn sich der Mond an diesem Abend hinter Gewitterwolken versteckte.